Every German is a potential source of trouble. Erste Einschränkung ist, dass uns für dieses Grundgesetz bestimmte Inhalte auferlegt worden sind. Nun möchte ich sagen, dass eine Verfassung, die ein anderer zu genehmigen hat, ein Stück Politik des Genehmigungsberechtigten ist, dass es im Grunde nichts anderes ist als die Organisationsform einer Modalität der Ausübung der Fremdherrschaft. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung. Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Die Frage, die uns umtreibt, ist, wie wir als Union und in diesem Falle als CDU möglichst stark werden können. Wir wollen, dass gegen uns nicht regiert werden kann. Köln profitiert seit jeher von seiner Weltoffenheit. Möchte ich heute auch die Gelegenheit nutzen, mich von Herzen zu bedanken bei den vielen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass diejenigen, die in großer Zahl im letzten und vorletzten Jahr zu uns nach Deutschland und auch nach Köln gekommen sind, weil sie vor Krieg und Verfolgung geflohen sind, dass sie hier willkommen geheißen wurden. Aber den Zugang zum Arbeitsmarkt haben wir erleichtert. Wir haben in fast allen Arbeitsamtsbezirken oder Arbeitsagenturbezirken die Vorrangprüfung abgeschafft. Und ich kann nur alle die, die im vergangenen Jahr schon mal versucht haben, einen Flüchtling einzustellen, ermuntern, nochmal zu kommen. Sie will die bestehende Verfassungsordnung durch einen an einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches Konzept missachtet die Menschenwürde aller, die dieser ethnischen Volksgemeinschaft nicht angehören und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar. Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muss man dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des deutschen Volkes selbst und nicht die Sache sogenannter staatlicher Organe, die sich ihre Akte jeweils vorher genehmigen lassen müssen. Die Bundesrepublik Deutschland als wehrhafte Demokratie wird sich dahin weiterhin ihrer ernsthaften Verfassungsfeinde wirksam erwehren können.